Ja, hallo, herzlich willkommen in dieser gemeinsamen Yoga-Stunde. Ich bin Tobias von Yoga Privé. Schön, dass du heute ein Teil dieser Stunde geworden bist und mir deine Zeit und dein Vertrauen schenkst. Herzlich willkommen. Namaste. In dieser heutigen Yoga-Stunde möchte ich mit dir in einen schönen Mix eintauchen, der uns in die Bewegung führt. Also wir werden große Bereiche unseres Körpers bewegen, beispielsweise den Schulterbereich, den Rückenbereich, besonders aber auch den Hüft- und Beinbereich, sodass die Bewegungen, die wir im Alltag dann machen werden, einfach schön geschmeidig werden, dass wir ein schönes, bewegliches, mobiles Grundgefühl im Körper haben. Wir gehen auch in eine kleine Reise in die Atemräume, werden mal die verschiedenen Bereiche der Atmung anschauen, sie mobilisieren, sodass auch die Atmung im Alltag einfach so schön frei und schön tief fließen kann. Für diese Yogastunde brauchst du nichts Besonderes an Werkzeugen oder Hilfsmitteln. Einfach die übliche gute Yogamatte und ein bequemes Sitzkissen reichen. Und dann denke mal daran, dass du zwei Yoga-Lehrende hast. Ein Yogalehrer von außen, das bin ich. Ich gebe dir Ideen und von außen Impulse für diese Yoga-Praxis. Und die zweite Lehrperson bist du selbst. Also spür immer in dich hinein, schau, was dir gut tut. Vielleicht magst du mal ein paar Dinge vertiefen oder einfach ein paar Sachen auslassen, die du einfach nicht brauchst auf dem Weg, auf dem du bist. Gut, dann lass uns gemeinsam schon beginnen, die Matte ausrollen und starten. Ich möchte mit dir gemeinsam erstmal im Sitz ankommen in dieser Yogastunde, sodass wir eine kleine Bestandsaufnahme machen, also eine kleine Körperreise machen, uns wahrnehmen, wie wir sind, und das vergleichen wir dann am Ende dieser Yoga-Praxis dann nochmal. Also, für den Sitz kannst du gerne einen gemütlichen Sitz wählen. Ich habe jetzt so eine Art Schneidersitz gewählt, um die Schienbeine zu kreuzen. Du kannst aber auch jeden anderen beliebigen Sitz wählen, der dir gut tut. Und wenn du den für dich jetzt gefunden hast, dann schließ gerne die Augen und leg noch deine rechte Hand in die linke hinein. Du legst die rechte Hand in die linke. Die Hände formen dabei wie eine Art Schale, in der du die Aufmerksamkeit deines Geistes sammelst. Und wenn die Augen sich schließen, ist es ein schöner Weg von außen nach innen. Denn jetzt kann der Alltag und alles, was um dich herum ist oder auch geschah an diesem Tag, sich ein bisschen ausblenden. Jetzt ist Zeit für dich selbst. Und so lass uns einen Weg gehen, der uns von außen nach innen führt, vom Kopf in den Körper bringt und vom Denken zum Fühlen begleitet. Und so wie die äußeren Augen sich schließen, kannst du dir vorstellen, dass so ein inneres Auge sich öffnet, dass man so ein bisschen mehr in dich hineinschaut, wahrnimmt, wie dein Körper und dein Sitz sich jetzt anfühlen. Dann bring diesen inneren Blick zum Becken und erlaub dem Becken, dass es noch ein bisschen tiefer in die Unterlage hineinsinken kann. Ja, gib einfach gemütlich ganz viel Gewicht mit dem Becken zum Boden ab und spüre, wie der Boden dich von unten trägt. Spür auch in die Hüftgelenke. Vielleicht gelingt es, dass sie ein bisschen weiter werden, ein bisschen durchlässiger sich fühlen dürfen, sodass auch ein Moment der Entspannung in die Beine strömen kann. Idealerweise ist der Sitz so, dass du im Unterkörper entspannt und gut geerdet dich fühlst. Und dann kannst du im Oberkörper dich ganz gemütlich aufrichten. Ja, mal so ein bisschen mehr den Rücken aufrichten und strecken, ohne dass es mit großer Körperspannung verbunden sein müsste, denn die würde dich jetzt einfach nur fest in der Muskulatur machen. Stell dir also eher vor, dass dein Brustkorb leicht wird und du in diesem leichten Gefühl nach oben schwebst. Und dann lass hier oben die Schultern ruhig ein paar Mal nach hinten kreisen. Als ist das so eine kleine Erinnerung dafür, dass die Schultern gar keine große Spannung jetzt brauchen. Die müssen auch nichts tragen. Du kannst sie einfach schön weich bewegen. Ja, die letzten beiden Kreise nochmal richtig groß werden lassen. Und dann leg die Schultern am Ende dieser Bewegung im hinteren Teil des Brustkorbs ganz gemütlich ab. Ja, mal richtig ausgleiten lassen die Schultern. Die werden schön vom Brustkorb von unten jetzt gestützt. Entspann auch deine Arme und Hände. Ja, lass den gesamten Nackenbereich durchlässiger werden. Beginn mit dem Scheitel nach oben zu streben, Richtung Himmel. Und schenk dir die Möglichkeit, dass die gesamten Gesichtszüge weich werden. Dass ein schönes, friedliches, liebevolles Gesicht entstehen.
Denn letztlich ist Yoga auch ein Weg des Respektes und der Anerkennung. Erstmal dir selber gegenüber, aber auch deiner Umwelt. So bitte ich dich immer dieses Gefühl, dass du das, was du machst, für dich machst, dass du das möglichst gut für dich einrichtest, das mitzunehmen in diese Yoga-Praxis. Sei also freundlich zu dir selbst. Und dann nimm deine Atmung wahr, wie sie jetzt fließt. Lausch ihr einen Moment. Und fühl, wohin sie jetzt fließt, in welche Atemräume. Und da, wo du die Atmung jetzt so schön frei spüren kannst, atme da noch tiefer hin in diese Atemräume. Es gibt so viele zehntausende Möglichkeiten im Alltag, die Atmung zu zelebrieren. Das ist eine dieser Möglichkeiten jetzt. Also mal genüsslich tief durchatmen, mal ganz tief und in Ruhe einatmen und ganz tief wieder ausatmen. Mach das nochmal, noch ein bisschen tiefer einatmen und tief wieder ausatmen. Sehr schön. Dann bring die Hände bitte vor dem Herz zueinander. Das ist eine wunderbare Geste, mit der wir uns gemeinsam willkommen heißen. Du bist hier in dieser gemeinsamen Yoga-Praxis und ein wichtiger Teil dieser Yoga-Praxis geworden. Atme beim nächsten Mal bitte tiefer aus. Und wenn du einatmest, dann breite die Arme aus. Bring sie über die Seite zu einem großen Bogen, über den Kopf nach oben. Ausatmen, bring die Hände zueinander, führ sie dann zurück vor die Stirn, dann vor den Mund und vor das Herz. Nochmal, mit dem Einatmen die Arme ausbreiten, mit einem großen Bogen nach oben kommen und im Ausatmen die Hände vor dem Herz zueinander führen. Und wenn du möchtest, dann verbeug dich gern für einen Moment. Es ist ein sehr schönes Gefühl, sich zu verneigen vor sich selbst. Und dann richte dich langsam wieder auf und öffne wieder deine Augen. Herzlich willkommen noch einmal, Namaste. Ich möchte mit dir jetzt im Vierfüßler weitermachen. Wir werden da erstmal kleine, schöne Bewegungen anbauen, den Rücken mobilisieren, Schulter-Nackenbereich bewegen und dann eine größere Bewegung erfahren, die uns auch dann im Hauptteil dieser Stunde in die Hüftgelenke bringt und in die Kraft und Stabilität der Arme. Lass uns erstmal im Vierfüßler jetzt starten. Gut, und dann kannst du einfach für dich Bewegungen nutzen, die jetzt ganz intuitiv schön sind. Ja, egal wie es aussieht, egal was du machst, vertraue auf die Intelligenz deines Körpers und genieß die Bewegungen, die sich jetzt gut anfühlen. Womöglich spürst du besondere Bereiche deines Körpers, die sich freuen, wenn sie nach dem Tag, der schon hinter dir liegt, sich mal so ein bisschen durchbewegen dürfen. Gut, und dann wechsel mit mir bitte in die Position des Kindes, leg dich auf die Oberschenkel dafür ab, schieb dein Gesäß Richtung Fersen und krabbel mit den Händen ein bisschen weiter nach vorn, sodass deine Flanken sich jetzt ein wenig mehr strecken können. Ja, bekomm ein Gefühl für die Größe deines Körpers. Schick die Atmung in den Rücken. Und dann komm mit einem Rundrücken nach oben in den Katzenbuckel, roll dich ganz bequem ein, dann gleite zum Pferderücken weiter, tauch mit der Wirbelsäule sanft nach unten ein, bring den Blick nach vorn. Und jetzt stellst du die Füße auf, schiebst dich nach hinten hoch in den abwärts schauenden Hund. Das ist eine schöne Möglichkeit, sich mal wirklich auszustrecken hier. Dann senk die Knie wieder zurück, lande im Katzenbuckel, gleite weiter zum Pferderücken und leg dich zurück in das Kind. Und mit dem Einatmen kommst du wieder hoch in den Katzenbuckel. Und Pferderücken mit dem Ausatmen zum abwärts schauenden Hund. Mit dem Einatmen die Knie zurücksenken in den Katzenbuckel und in den Pferderücken. Mit dem Ausatmen in das Kind eintauchen. Nochmal mit dem Einatmen hoch, schön geschmeidig, Katzenbuckel und Pferderücken. Ausatmen der abwärts schauende Hund. Und jetzt bleib hier einen Moment, bleib aber auch lebendig, also such dir schöne Bewegungen aus, die jetzt gut tun. Das kann beispielsweise mit den Beinen sein, wenn du mal auf der Stelle läufst. Das ist eine schöne Aktivität in der Beinrückseite, wenn die Ferse nach unten schiebt. Du kannst aber auch mal den Kopf ein bisschen baumeln lassen, ne? Dich erinnern, dass der Nacken jetzt keine besondere Spannung braucht. Oh, hier mal den Kiefer nochmal weich kauen lassen.
Gut. Und jetzt streckt beide Beine ein bisschen mehr, schiebt dein Becken nach hinten hoch und senkt die Fersen tiefer. Einatmen, kommst du in den hohen Liegestütz nach vorn und ausatmen, schiebst du dich zurück in den Hund. Nochmal, einatmen nach vorn, der hohe Liegestütz, roll dich nach vorn, streck dich dann ganz lang, ausatmen, schieb dich zurück in den Hund. Und nochmal, einatmen nach vorn, in den hohen Liegestütz, ausatmen, zurück in den Hund. Einatmen, die Knie absetzen, in den Katzenbuckel rollen, zum Pferderücken. Ausatmen in das Kinn. Wir bleiben dynamisch. Nochmal einatmen hoch, Katzenbuckel und Pferderücken. Ausatmen, der abwärts schauende Hund. Und hier bitte nochmal laufen mit schönen großen Bewegungen. Und diesmal bitte ich dich, das Knie, das du anbeugst, zur gegenüberliegenden Seite zu schieben. Also wenn du das rechte Knie anbeugst, dann schiebst du mal nach links hinweg. Und wenn du das linke Knie anbeugst, dann schiebst du nach rechts hinweg. Ja, also diagonal das Knie zur Seite ziehen. Was du hier gut spüren kannst, ist, dass das Becken so richtig schön in die Seite schwingt. Und das dient jeweils einen Teil des unteren Rückens. Und die Hüfte wird mobilisiert. Und dann komm wieder zurück in die Symmetrie. Nochmal das Becken nach hinten hochschieben, die Fersen nach hinten runterziehen, Hände in den Boden schieben. Und dann lauf mit den Füßen nach vorn Richtung Hände. Komm in eine weiche Vorbeuge nach unten. Nochmal die Arme ganz locker ausgleiten lassen, den Kopf baumeln lassen, Gesicht weich werden lassen. Und jetzt stütz die Hände auf die Oberschenkel, roll dich hoch in die Hocke und such dir hier in der Hocke mal so schöne kleine oder große Bewegungen, als würdest du so eine Bewegungsreise machen durch deinen Körper. Und mal spüren, wo Bewegungen jetzt besonders gut tun oder wo feste Bereiche, die irgendwo noch versteckt sind, sich lösen können. Okay, jetzt komm langsam hoch in den Stand. Roll nochmal die Schultern hier mit schönen großen Bewegungen nach hinten. Gut. Und dann leg die Schultern im hinteren Teil des Brustkorbs ganz locker ab. Gut, jetzt stell die Füße bitte ein bisschen breiter als die Hüfte auf und beginn um deine innere Achse herum zu schwingen. Ja, mach so richtig schöne, lockere Drehbewegungen. Und je freier die Schultern sind, desto weiter können die Arme um dich herum fliegen und schweben. Die Hände können auch nach hinten anklopfen, vielleicht die Gesäßmuskulatur, unteren Rücken oder Flanken. Das ist eine schöne kleine Klopfmassage, die das Gewebe stimuliert, die es durchblutet. Jetzt stell dir so eine innere Achse vor, um die du dich herumdrehst und beginne ich an dieser inneren Achse auch noch nach oben aufzuschrauben. Also bekomm wieder ein Gefühl für die eigene Größe, die du hast. Gut, dann lass die Bewegung langsam wieder ausklingen. Mal schön locker wieder zurückschwingen in den Stand. Und dann komm bitte mit mir in den vorderen Teil der Yogamatte, sodass du einfach nach hinten jetzt gut Platz bekommst. Wir gehen in einen Bewegungsfluss, bring die Hände vor dem Herz zueinander, beug die Knie etwas an, tauch mit den Händen Richtung Knie ein und komm über vorn wieder nach oben, streck dich hoch in den Stand, breite die Arme jetzt aus, beug die Knie an und verneig dich in die Vorbeuge nach unten. Also ganz weich im Oberkörper die Spannung loslassen. Jetzt die halbe Vorbeuge, streck den Rücken parallel zum Boden nach vorn, drück die Hände gegen die Beine. Streck dadurch den Scheitel weiter nach vorn und dann löst den Druck der Hände auf, lass dich wieder nach unten gleiten in die ganze Vorbeuge. Jetzt mit dem Einatmen den rechten Fuß weit zurück, das Becken tief, den Blick heben, ausatmen, linker Fuß nach hinten, komm in den abwärts schauenden Hund. Einatmen, senkt die Knie zur Erde, komm in den Katzenbuckel und Pferderücken und ausatmend zum Kind. Mal mit dem Einatmen aus dieser Geborgenheit wieder hoch in den Katzenbuckel und Pferderücken, ausatmen zum abwärts schauenden Hund hochstrecken. Einatmen zum hohen Liegestütz fließen, ausatmen, schieb dich noch ein bisschen weiter vor und dann bring Knie, Brust, Bein und Becken zum Boden. Einatmen, schieb das Steißbein zurück, roll die Schultern zurück, heb dich in die Cobra, hoch mit dem Brustbein, ausatmen, schwing dich zurück in den abwärts schauenden Hund. Einatmen, setz den rechten Fuß nach vorn,
Becken tief, Blick heben, ausatmen, linker Fuß nach vorn, die Vorbeuge, einatmen, wieder aufrichten, die Arme ausbreiten, über die Seite nach oben bringen und ausatmen, die Hände zum Herz. Einatmen, Richtung Knie eintauchen, über vorn hochstrecken, ausatmen, in die Vorbeuge nach unten schmelzen. Einatmen in die halbe Vorbeuge, ziehst die Schulterblätter zusammen hinter dem Rücken. Ausatmen, entspann wieder die Schultern, lass dich in die Vorbeuge fließen. Einatmen, setz links einen großen Schritt zurück. Ausatmen, nimm rechts dazu in den Hund. Einatmen, senk die Knie zum Katzenbuckel und Pferderücken. Ausatmen, komm in das Kind. Einatmen, ganz weich nach oben in den Katzenbuckel und Pferderücken. Ausatmen, zum abwärtsschauenden Hund. Einatmen zum hohen Liegestütz, ausatmen, ein bisschen nach vorn schieben, Knie, Brust, Bein, Becken absetzen, einatmen, in die Kobra gleiten und ausatmen, zurückschwingen in den Hund. Den linken Fuß im Einatmen nach vorn setzen, Becken tief, Blick heben, ausatmen, den rechten Fuß nach vorn, die Vorbeuge, einatmen, wieder aufrichten, die Arme ausbreiten, nach oben bringen und ausatmen, die Hände zurück zum Herz. Nochmal einatmen, eintauchen. Über vorn hochstrecken, ausatmen, in die Vorbeuge nach unten gleiten, einatmen, in die halbe Vorbeuge strecken und die Beine ein bisschen mehr strecken, Schultern hochziehen, ausatmen, ganze Vorbeuge, Schultern wieder entspannen, einatmen rechts den großen Schritt zurück, ausatmen links zurück in den Hund, einatmen in den Katzenbuckel und Pferderücken, ausatmen in das Kind, einatmen, schwing dich wieder hoch in den Katzenbuckel, und Pferderücken. Ausatmen, komm zum abwärtsschauenden Hund. Einatmen zum hohen Liegestütz nach vorn. Ausatmen, nach vorn ziehen, Knie, Brust, Bein und Becken ablegen. Einatmen die Kobra, schieb die Schulterblätter zueinander, heb das Brustbein. Ausatmen, schwing dich wieder zurück in den abwärtsschauenden Hund. Und dann bleib hier einen Moment. Mal in Ruhe wieder tief durchatmen. Mal das Gesicht entspannen, den Nacken lösen von der Anstrengung. Gut, jetzt schau bitte Richtung Beine, heb dein rechtes Bein nach hinten hoch und schau den Fuß nach. Ja, vielleicht siehst du den Fuß noch, vielleicht siehst du ihn schon nicht mehr. Jetzt heb dein rechtes Bein ein bisschen höher. Winkel dein Knie an, sodass die Fußsohle Richtung Decke zeigt. Schieb den Fuß noch ein bisschen höher, noch ein bisschen höher und hier oben nach links. Also die Hüfte dreht sich nach rechts auf, der Fuß kommt nach links. Wenn du jetzt mal unter der linken Achsel durchschaust, vielleicht siehst du jetzt den Fuß da ankommen, vielleicht aber auch nicht. Ist egal, ja, sehen oder nicht sehen. Der Fuß ist auf jeden Fall hier oben. Lächel da gern mal hin in diese Richtung. Und jetzt beginn deinen Fuß zu kreisen. Zwei, dreimal in die eine Richtung, dann in die andere Richtung. Okay, jetzt schauen wir der rechten Achsel hinweg. Jetzt lass dein rechtes Knie nochmal hier oben kreisen. Zwei, dreimal in die eine Richtung. Und dann in die andere Richtung. Mal ganz groß kreisen. Okay, dann hebt nochmal einatmen das Knie ein bisschen höher Richtung Himmel und ausatmen, setzt den Fuß nach vorn zu den Händen. Setz dein hinteres Bein flach nach innen ab, das ist also eine Auswärtsrotation im linken Hüftbereich. Bring deine rechte Hand nach innen an die Innenseite des rechten Fußes. Jetzt lehn dein Knie ein bisschen nach außen weg vom Oberarm. Lass dein Knie dort außen verankert und dann wandere mit den Händen wie so ein Uhrzeiger in die Gegenrichtung, also zwei, drei Handbreit nach links. Wenn jetzt die Muskulatur im Bein sehr fest wird, so rechter Oberschenkel, dann beweg dich da ein bisschen, also Becken ein bisschen höher oder tiefer, dass es nicht ganz so angespannt wird. Atme auch tiefer. Wenn du jetzt diese Intensität, in der wir das linke Bein von der Mitte des Körpers ausscheren lassen und die Innenseite dehnen, wenn du das vertiefen möchtest, diese Intensität, dann krabbel mit den Händen noch ein bisschen weiter weg. Lass mit langen Rücken ein ganz weiches Herz nach unten Richtung Boden schmelzen. Also zwei, drei Atemzüge noch. Wie gesagt, wird nicht fester, bleib eher lebendig. Okay, jetzt krabbel wieder zurück, rechte Hand nach außen. Stütze dich über den rechten Oberschenkel langsam nach oben. Gut. Wenn jetzt diese Schrittstellung sehr weit geworden ist, dann hol einfach die Füße ein bisschen näher zusammen.
Vorderes Knie lässt du gebeugt und den Fuß setzt du ein bisschen weiter nach außen zum Mattenrand. Ja? Hinteres Bein streckst du und drehst du einwärts, jetzt, sodass die Zehen und der linke Fuß schräg nach vorn zeigen. Ja? Jetzt bring die Hände bitte an die Hüfte, da hast du eine schöne Sicht, hier, wie das Becken ausgerichtet ist. Das ist jetzt nicht ganz nach links orientiert. Wir bringen das Becken ein bisschen mehr nach vorn, ohne dass es ganz nach vorn orientiert sein müsste. Nur schräg nach vorn, das reicht völlig aus, ist sogar perfekt. Also linke Hüfte ziehst du ein bisschen vor, rechte schiebt dann ein bisschen zurück. Becken zeigt schräg nach vorn, so wie der Fuß auch hinter dir. Und jetzt drehst du den Oberkörper genau nach vorn. Damit verschraubst du den unteren Rücken, das tut gut. Der kann da ein paar Spannungen aus dem Alltag loslassen. Okay, also Brustkorb zeigt nach vorn, Schulter nochmal zurückrollen und dann hebst du die Arme nach oben, verschränkt die Finger bis auf die Zeigefinger. Mit dem Einatmen streck dich nach oben, werd leicht hier nach oben, leicht und groß. Mit dem Ausatmen drück die Füße nach unten und erde dich nach unten. Und tief atmen. Mit dem nächsten Ausatmen bitte eine Seitbeuge nach rechts, mal an die rechte Seite neigen, soweit sich das gut anfühlt. Jetzt hast du in der linken Seite eine sehr schöne Länge, eine sehr schöne Dehnung. Das dehnt auch die Zwischenrippenmuskeln. Ja, die Rippen werden auseinandergezogen. Die Zwischenrippenmuskeln sind Atemmuskeln. Wenn die im Alltag mobil sind, dann kann der Brustkorb sich weiter heben und senken und dann hast du im Alltag einfach mehr Tiefe für die Atmung oder mehr Atemvolumen zur Verfügung. Also ruhig ein paar Mal nach links jetzt atmen in diese Weite. Der linke mittlere Lungenlappen, den wir hier mobilisieren. Und dann mit dem Ausatmen wieder nach oben aufrichten. Nochmal einatmen, lang strecken und im Ausatmen die Hände zurück. Verschränkst sie jetzt hinter deinem Rücken, mach da eine Faust. Roll die Schultern zurück, schieb die Faust nach unten Richtung Boden. Und so ziehen sich automatisch die Schultern nach hinten runter und dein Brustbein hebt sich nach vorn hoch. Ja, atme jetzt das Brustbein nach vorn hoch. Also schick hier oben die Atmung hin, da wo du diese Weite fühlst, da brauchst du ein T-Shirt, wo der Stoff sich so schön dehnt hier oben. Dahin atmen. Das sind jetzt die oberen Lungenspitzen. Nochmal dieses Atmen zelebrieren. Gut, und da das so gut ging, verneigen wir uns jetzt vor uns selbst. Dafür legst du dich ganz langsam über die Innenseite des Oberschenkels nach unten. Der Scheitel zeigt nach unten, die Arme heben nach oben. Zieh dann mal die Schultern hoch, entspann den Nacken. Und jetzt stell dir vor, die Arme, die würden so einen Bogen über den Kopf nach vorn machen. Ja, nur soweit das gut geht. Dann mal unter dir nach hinten durchschauen. 2, 3 Atemzüge hier bleiben. Und dann bring die Hände zurück zur Yogamatte. Hinteren Fuß aufstellen, nochmal einatmen, Blick heben, Becken senken, ausatmen, Schritt zurück in den Hund. Mal kurz hier anhalten, ein bisschen bewegen, rechts und links vergleichen. Wenn du magst, dann ein Vinyasa, wenn nicht, dann im Abwärtsschauenden und bleiben. Wenn du den Vinyasa mitmachen möchtest, dann kommst du einatmen in den hohen Liegestütz, ausatmen den tiefen Liegestütz oder zum Boden, einatmen in die Cobra oder den aufwärtsschauenden Hund, ausatmen in den abwärtsschauenden Hund, wieder hochschieben. Mal den Blick zu den Beinen bringen, rechtes Bein wieder heben, richtig weit nach oben heben. Gut, schieb die rechte Ferse weg. Jetzt winkel wieder dein Knie an und jetzt mit dem nächsten Ausatmen ziehst du dein rechtes Knie zum linken Oberarm, die Schultern nach vorn. Einatmen, schieb dich zurück in diesen dreibeinigen Hund. Ausatmen, rechtes Knie zum linken Oberarm. Einatmen, wieder zurück in den dreibeinigen Hund. Nochmal ausatmen, rechtes Knie zum linken Oberarm. Bleib hier, atme weiter. Dreh das hintere Bein auswärts, den Fuß flach. Und jetzt schieb dein rechtes Bein, das du so gebeugt hast, weit nach links und setz den Fuß auf der Außenkante auf. Rechte Hand gut in den Boden drücken. Linken Arm über die Seite hochziehen und atmen. Den Blick gern nach oben bringen, Richtung Hand. Tief durchatmen. Einatmen aus der unteren Schulter hochziehen.
Ausatmen, den Bauchnabel nach innen, den Beckenboden schließen. Nochmal einatmen, strecken. Ausatmen, die Hand zurück. Schritt zurück, den abwärts schauenden Hund. Nochmal ruhig durchbewegen. Rechtes Bein wieder heben. Den Fuß anwinkeln. Jetzt die Hüfte aufdrehen, den rechten Fuß nach links schieben. Das Standbein so drehen, dass die Ferse jetzt nach außen sich absetzt. Und den hinteren Fuß, den oberen, stellst du nach rechts jetzt auf. Einmal hier komplett rumwenden. Gut. Der rechte Fuß unter dem Knie gut aufstützen. Die linke Hand stützt dich jetzt. Zieh dich hier hoch. Heb dein Brustbein hoch, heb dein Becken hoch. Streck den rechten Arm nach oben oder über den Kopf aus. Drück dich von unten weg. Zieh dich hoch. Atme tief. Entspann dein Gesicht, genieß den Moment, auch dieser ungewohnten, kraftvollen Form, einfach mal genießen und atmen und ihr geht zurück in den abwärts schauenden Hund. Einatmend, die Knie senken, Katzenbuckel, Pferderücken, ausatmend in das Kind. Einatmend nach oben, der Katzenbuckel, Pferderücken, ausatmend, der abwärts schauende Hund. Einatmen in den hohen Liegestütz, ausatmen zum Boden, Knie, Brust, Bein, Becken ablegen. Einatmen, Kobra, der aufwärts schauende Hund. Ausatmen, der abwärts schauende Hund. Den rechten Fuß im Einatmen nach vorn setzen. Ausatmen, linken Fuß nachführen, die Vorbeuge. Einatmen in die Hocke, die Arme heben. Jetzt komm in den Stand, komm auf die Zehenballen, die Fersen heben. Ausatmen in die tiefe Hocke, das Becken tief setzen, die Arme nach hinten ziehen. Mal einatmen hoch in die Hocke, in den Stand, die Fersen heben, Arme heben. Ausatmen in die tiefe Hocke, Becken tief, Arme nach hinten. Noch zwei Runden. Gut, beim nächsten Einatmen kommst du hoch in den Stand und ausatmen senkst du die Fersen und die Arme wieder zurück. Gut. Sehr schön. Oh, nochmal durchatmen, alles ein bisschen bewegen. Und dann sind wir schon in der zweiten Seite. Lass uns im vorderen Teil der Yogamatte nochmal treffen. Bring die Hände vor dein Herz und spür mal einen Moment in den Atemfluss. Auch in deinen Körper, wo jetzt Wärme und Energie ist, wo etwas vibriert oder auch pulsiert. Vertief den Atemfluss wieder. Beug die Knie ein bisschen an. Einatmen Richtung Knie eintauchen, dann über vorn hochstrecken. Ausatmen, in die Vorbeuge nach unten gleiten, so ganz weiche, entspannte Schultern, Arme und Oberkörper, Nackenbereich. Einatmen, die halbe Vorbeuge, zieh dich nach vorn, zieh die Schulterblätter zusammen hinter dem Rücken. Ausatmen, in die Vorbeuge, Schultern entspannen, Arme, Nacken entspannen. Einatmen, links ein großer Schritt zurück, Becken tief, Blick heben. Ausatmen, rechts zurück in den Hund. Einatmen, die Knie absetzen, Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmen zum Kind. Einatmen nochmal hoch in den Katzenbuckel. Pferderücken. Ausatmen zum abwärts schauenden Hund. Du kannst hier bleiben oder mit mir in den Vinyasa wechseln, wenn du das möchtest. Dann kommst du einatmen in den Liegestütz. Ausatmen zum Boden. Einatmen in Kobra oder aufwärts schauenden Hund. Ausatmen zurück in den abwärts schauenden Hund. Gut, dann nochmal hier tief durchatmen. Jetzt bringst du den Blick nach hinten zu den Füßen, hebst dein linkes Bein hoch, schau mal, ob du den Fuß noch siehst oder ob der schon weg ist aus dem Blickfeld. Gut, jetzt winkel dein linkes Knie an, dein Fuß ist jetzt definitiv weg aus dem Blickfeld. Heb dein linkes Bein mit dem linken Fuß höher Richtung Himmel. Immer ein bisschen höher schieben und höher und höher und jetzt hier oben nach rechts. Also die Hüfte drehst du nach links auf, links ist über rechts. Jetzt schau bitte mal unter der rechten Achsel nach hinten hoch, ob du den Fuß hier siehst. Wenn ja, dann lächel dahin, wenn nicht, dann lächel trotzdem. Mal den Fuß hier oben kreisen lassen. Zwei Kreise in die eine, zwei Kreise in die andere Richtung. Sehr schön. Jetzt den Blick wechseln, unter der linken Achsel hindurch lächeln. Ganz freundlich. Mit dem oberen Knie zwei Kreise in die eine Richtung,
ganz groß kreisen. Zwei Kreise in die andere Richtung, auch hier ganz groß. Und dann schwingen den Fuß nach vorn zu den Händen. Gut, links ist vorn, rechts drehst du auswärts, setzt den Fuß nach innen flach ab. Die linke Hand nach innen, das Knie vom Arm weg nach außen anlehnen. Lass dein Knie dort und wander so im Uhrzeigersinn zwei, drei Handbreit mit den Händen nach rechts. Wenn jetzt der linke Oberschenkel zu fest wird, dann erinnere dich, ein bisschen zu bewegen, nicht fester, sondern eher lebendiger zu werden, tief zu atmen. Im Moment strecken wir das rechte Bein von der Körpermitte nach außen weg, das dehnt die Innenseite, mobilisiert die Hüfte, da kannst du dann nach der Yogastunde noch davon profitieren, über schön weiche Hüftbewegungen. Wenn du die Intensität dieser Dehnung steigern möchtest, dann wandere mit den Händen noch weiter weg. Dann wird der Rücken lang und ein ganz weiches, sanftes Herz schmilzt Richtung Boden. Nochmal zwei, drei Atemzyklen hier. Okay, dann wandere wieder zurück, die Hände wieder nach vorn. Jetzt stützt dich über den Oberschenkel hoch nach oben. Ja, die Hände an die Hüfte, mal die Schultern hier weich kreisen lassen, nach hinten. Und dann legst du sie locker ab auf den Brustkorb. So, linker Fuß, eine Fußbreit mindestens nach außen. Rechtes Bein komplett einwärts drehen, sodass der Fuß schräg nach vorn zeigt. Seine Innenrotation im rechten Hüftbereich. Rechtes Bein bleibt gestreckt, linkes Knie kannst du angenehm beugen. Gut, jetzt die Hände nochmal an die Hüfte. Wir orientieren die Hüfte schräg nach vorn. Dafür kommt dein rechtes Hüftgelenk ein bisschen weiter vor, das linke ein bisschen zurück, ohne dass die Hüfte ganz nach vorn orientiert sein müsste. Das braucht sie nicht. Wir wollen hier eine Drehung im unteren Rücken jetzt haben. Das bekommst du, wenn du den Oberkörper nach links hochschraubst, sodass dein Brustbein genau nach vorn zeigt zum matten Anfang. Ja, dann hast du so im Rumpf eine Drehung und das tut gut, das entlastet den Rücken und macht ihn agil. Werd nach oben eher leicht im Gefühl und nach unten eher geerdet. Und dann hebt die Arme hoch, verschränkt die Finger bis auf die Zeigefinger. Hier mit dem Einatmen noch in die Länge und in die Leichtigkeit wachsen und mit dem Ausatmen nach unten erden. Wenn du das nächste Mal ausatmest, dann neig dich nach links. Eine schöne, weiche Seitbeuge dahin, sodass die rechte Seite deines Körpers sich spürbar streckt. Und da ist so ganz viel Weite in der rechten Flanke. Die Rippen ziehen auseinander. Die Zwischenrippenmuskeln weiten sich. Das schafft Atemraum hier in der Seite. Atme dahin. Der rechte mittlere Lungenflappen, der hier beatmet wird. Noch zwei, drei tiefe Atemzyklen. Und dann komm mit dem Ausatmen wieder nach oben. Sehr schön. Und bring die Hände zurück. Mal die Finger eins weiter verschränken als die gewohnte Faust. Also wir machen immer so eine gewohnte Faust. Ja, da einfach jetzt mal einen Finger weiter, das Ungewohnte. Das hinter dem Rücken, diese ungewohnte Faust. Und Schultern ziehen zurück. Faust schiebt nach unten Richtung Boden und automatisch hebt sich dein Brustbein nach vorn hoch. Das kannst du gut spüren, auch mal so richtig übertreiben förmlich. Ja, so eine ganz stolze Haltung hier oben in dieser Weite und dieser Fülle und Größe. Dahin atmen, hier in die obersten Lungenspitzen. Das ist ein wunderbarer, wichtiger Atemraum. Zelebriere ruhig nochmal das Atmen hier, ein paar Runden lang. Und da das so wunderbar funktioniert, vernagen wir uns jetzt mit so einer inneren Dankbarkeit vor uns selbst. Du kommst an der Innenseite des Oberschenkels nach unten. Der Scheitel strebt Richtung Boden, die Arme ziehen Richtung Himmel, zieh die Schultern hoch. Und jetzt stell dir vor, die Arme, die fließen über den Kopf nach vorn. Ja, nochmal unter dir durchschauen, zwei, drei Atemzyklen hier verweilen. Spannung da abgeben, wo du sie nicht brauchst, im Schulterbereich brauchst du sie, im Nacken nicht mehr, im Kopf auch nicht mehr, in den Kiefern auch nicht mehr, in den Gedanken sowieso nicht. Und dann bring die Hände wieder zurück zur Yogamatte, einen Schritt zurück in den Hund, hier ausatmen,
Einatmen, die Knie senken, Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmen, zum Kind antauchen und einatmen, hoch in den Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmen, zum abwärtsschauenden Hund. Wenn du den Vinyasa auslassen möchtest, dann bleib hier. Wenn nicht, dann komm mit dem Einatmen in den hohen Liegestütz. Mit dem Ausatmen langsam zum tiefen Liegestütz und leg dich ab. Einatmend in die Kobra, Schultern zurück, Brustbein heben oder aufwärtsschauender Hund, Arme strecken, Becken hochziehen. Ausatmen, der abwärtsschauende Hund. Und dann sind wir da. Mal tief durchatmen, den Nacken entspannen, das Gesicht entspannen. Gut, der Blick nach hinten zu den Beinen. Heb das linke Bein wieder an. Schön weit wegschieben die Ferse. Winkel dein linkes Knie, die Fußsohle Richtung Decke. Mal hier einatmen, den Fuß hochziehen. Ausatmen, das Knie zum rechten Oberarm. Diagonal, die Schultern nach vorn. Einatmen, aus der Kraft der Mitte zurückschieben mit den Hund. Ausatmen, Knie zum rechten Oberarm. Wieder diagonal, die Körpermitte anspannen. Einatmen, zurückschieben mit den Hund. Einmal noch, ausatmen, nach vorn zum rechten Oberarm. Hier bleiben, Schultern vorn, Bauchnabel einsaugen, hinteres Bein, dieses Standbein auswärts drehen, die Ferse nach innen flach absetzen, den linken Fuß nach rechts schieben, auf die Außenkante setzen, linke Hand unter die Schulter, rechten Arm über die Seite nach oben, dann streck dich hoch, lehn dich ein bisschen zurück, atme dich in die Freiheit, in die Größe. Einen Moment bleiben, vibrieren, atmen, strecken. Und wieder zurück, den abwärts schauenden Hund. Wenn du ein Vinyasa magst, dann mach ihn, wenn nicht, bleib hier im Hund. Gut, dann heb dein linkes Bein nochmal nach oben. Winkel das Knie an. Wir drehen uns jetzt auf die andere Seite. Das heißt, der Fuß, der kommt jetzt nach rechts. Dafür hebst du die Hüfte hoch über die rechte. So ganz langsam. Standbein dreht mit. Die Ferse setze ich jetzt nach außen ab. Und zack, kommt der Fuß nach links zum Boden. Ganz einfach. Okay. Also das lange Bein über die Außenkante geerdet. Den linken Fuß ungefähr unter dem Knie aufgestellt. Jetzt gibst du so einen Druck nach unten, ziehst dein Becken hoch, drückst dich aus der rechten Schulter hoch, hebst dein Brustbein hoch. Mal schöne Rückbeuge hier. Den linken Arm nach oben oder über den Kopf ausstrecken. Und atmen. Und genießen. Den Kopf freilassen. Mal tief durchatmen. Drück dich vom Boden weg. Zieh dich hoch und mit dem Ausatmen langsam zurück in den abwärts schauenden Hund. Wenn du magst, ein Vinyasa, wenn nicht, bleib im Hund. Okay, jetzt setzt du aus dem abwärts schauenden Hund die Atmung nochmal in ihre Tiefe. Dein Kiefer kauen lassen, Gesicht wieder freundlich werden lassen. Im Einatmen den linken Fuß nach vorn. Ausatmen, den rechten Fuß nachführen in die Vorbeuge. Einatmen, über die Hocke hoch in den Stand, die Arme heben, auf die Zehenballen wechseln. Ausatmen, in die tiefe Hocke, Becken tief, Arme nach hinten. Einatmen, hoch in den Stand, auf die Zehenballen, die Arme heben. Ausatmen, in die tiefe Hocke zurückkommen. Noch zwei Runden, bitte. Schön fokussiert. Beim nächsten Einatmen zieh dich nach oben auf die Zehenballen. Ausatmen, bring Hände und Fersen zurück zum Boden. Gut. Ein bisschen bewegen, bitte. Es ist geschafft. Und wie schön ist es doch jetzt, mal kurz innezuhalten. Gut, dann schließ die Augen oder lass sie offen. Schau einen Punkt gegenüber an. Je nachdem, was sich jetzt besser anfühlt. Spür mal nach innen. Wo vibriert jetzt was? Wo ist Wärme, Kraft, Körperspannung? Wo strömt die Atmung jetzt hin? Und wie pulsiert dein Herz? Nimm das alles wahr, so diese Gesamtheit deines Seins. Auch wie es dir geht,
wie du dich jetzt fühlst. Und wenn die Augen zu sind, dann öffne sie langsam wieder. Stell die Füße ein bisschen breiter als die Hüfte und schwing wieder um deine innere Achse. Also ganz locker schwingen. So ganz frei, ja, das fühlt sich garantiert anders an als vorhin am Anfang dieser Praxis. Ja, nutzt gerne nochmal die Möglichkeit, um mit den Händen an den Schultern anzuklopfen. Das darf durchaus mit dem Gefühl verbunden sein, sich mal zu loben und wirklich so auf die Schultern zu klopfen. Das ist etwas, das immer in der Gesellschaft immer so ein bisschen hinten runterfällt, das Loben. Das ist einfach ein ganz toller Moment. Denn du hast einen schönen Weg durch diese Yoga-Praxis sicherlich gefunden. Und dann lass die Bewegung wieder ausschwingen und nimm diese Leichtigkeit, diese Freiheit mit. Komm dann mit mir bitte in den Sitz nach unten. Und dann lässt du erstmal deine Beine ausgleiten, schüttel die Beine locker aus. Gut, jetzt ein Drehsitz. Jetzt greifst du dein rechtes Kniegelenk, stellst den rechten Fuß auf, setzt den Fuß entweder innen oder außen neben dem linken Bein auf. Schau mal, was sich schöner anfühlt. Du kannst, wenn du sehr bewegliche Hüften hast, jetzt auch den linken Fuß auf die rechte Seite ziehen, also dich mal wirklich so ein bisschen überkreuzen und umschlingen. Wenn jetzt, sag mal von vorn, wenn jetzt dein rechtes Hüftgelenk nicht mehr so richtig am Boden ist und du merkst, du sitzt jetzt so schief, dann leg dir was unter das Becken, damit du ein bisschen höher kommst und dann kannst du das rechte Hüftgelenk wieder gut erden. So, die linke Hand an das aufgestellte Knie, rechte Arm macht einen Bogen nach hinten, stützt die Hand hinter dir gut auf und nochmal ausatmen, Becken erden, dreh dich weich nach rechts, einatmen, wachsen an der inneren Achse nach oben. Immer ausatmen, weich werden nach rechts, rechte Schulter nach hinten anlehnen und einatmen, nach oben wachsen. Nochmal ein tiefer Atemzyklus. Und dann dreh wieder zurück, den rechten Arm wieder mit einem Bogen nach vorn. Ja, die Beine wieder ausgleiten lassen. Ja, ein bisschen bewegen zwischendurch. Okay, den linken Fuß aufstellen. Du kannst ihn innen lassen, kannst ihn aber auch außen neben dem rechten Bein aufsetzen. Das würde die Möglichkeit bieten, mit dem rechten Fuß auf die linke Seite zu wechseln. Auch hier, wenn die Seite unterschiedlich ist, ist es normal, ja, dann machst du diese Seite genauso gut wie eben auch. Also setz dich gerne auch ein bisschen höher, falls nötig. Die rechte Hand an das aufgestellte Knie, linke Arm einen Bogen nach hinten, mit dem Ausatmen Becken schwer machen, nach links weich aufdrehen, einatmen sanft nach oben wachsen. Immer ausatmen, in die Drehung fließen, linke Schulter zurücklehnen, einatmen nach oben leicht werden und aufrichten. Nochmal ein tiefer, ruhiger Atemzyklus. Und dann komm mit dem linken Arm wieder zurück nach vorn. Entknote wieder die Beine. Stell sie bitte vor dir auf und rutsch ein Stück nach vorn, sodass du hinter dir genügend Platz hast, um dich gleich hinzulegen. Vorher nochmal die Beine locker ausschütteln, bitte. Gut, dann greif dir die Schienenbeine, umarm dich für den Moment und schick den Atemfluss jetzt in den Rücken. Auch das ist ein wunderbar wichtiger Atemraum, der Rücken. Oft vergessen, aber er ist da, er lässt sich atmen. Wenn du einatmest, wird der Rücken breiter. Wenn du ausatmest, zieht er sich wieder zurück und wird schmaler.
Gut, nochmal zwei tiefe Atemzyklen in den Rücken schicken, dich dort verwöhnen. Gut, dann richte dich wieder auf, greif dir die Kniekehlen, roll dich einfach zurück nach hinten, zieh die Knie zu dir ran, greif sie dir nochmal hier und schaukel nach rechts und links. Eine schöne Möglichkeit, den Rücken zu massieren. Du kannst auch gerne Kreise mit den Knien zeichnen. Und dann kreis auch in die andere Richtung. So, dann lande in der Mitte, stell die Füße nochmal gemütlich ab, breite die Arme zur Seite aus, kuschel die Schultern in die Unterlage, leg ein Bein über Kreuz über das andere, so ein ganz enger Stapel, und beginn sanft nach rechts und links zu schaukeln, erstmal klein, um ein Gefühl für die Bewegung zu bekommen. Wenn sich das im Rücken gut anfühlt, und das sollte es, das ist das Ziel, dann können die Bewegungen auch größer werden. Das ist eine fantastische Möglichkeit, den Rücken zu mobilisieren und durchzubewegen, sodass er Spannungen vom Alltag loslassen kann. Gerne kannst du auch mit dem Kopf entgegengesetzt mitschwingen. Okay, wenn du in der Mitte angekommen bist, dann wechsel und überschlag das andere Bein. Mach hier weiter, erstmal klein, um ein Gefühl zu bekommen, wie das jetzt ist. Und wenn es passt, sich gut anfühlt, dann lass die Bewegung nochmal groß werden. Schön groß und geschmeidig und wohltuend. Gut, dann komm ja auch zurück zur Mitte, stell den Fuß zurück, versetz dein Becken jetzt aus der Mitte der Yogamatte ein gutes, mindestens halbes, breites Stück nach rechts. Lass die Knie nach links sinken, leg da gerne was unter oder zwischen die Knie oder zieh die Knie weiter ran, sodass sich das im Rücken einfach am besten alles anfühlt. Wenn du das gemacht hast, wenn es sich gut anfühlt, dann versetz den Kopf ein gutes Stück nach links und roll ihn auf die rechte Seite hinweg. Jetzt kuschel nochmal die Schultern in den Boden, besonders die rechte Schulter und den rechten Arm. Und wenn du alles gut eingerichtet hast, dann verweile. Idealerweise entsteht jetzt nirgendwo ein Widerstand, sondern eher das Gefühl, loslassen zu dürfen. Du kannst auch gern die Augen schließen, die Aufmerksamkeit nach innen bringen, dich spüren. Spüren, was geschieht. Wo sich hier Bereiche deines Körpers strecken. Wo andere Bereiche sich entspannen. Beobachte auch, wo du die Atmung jetzt besonders gut spürst. Lass sie dort gern tiefer und sanfter hineinfließen. Gut, und dann komm langsam wieder zurück, Schritt für Schritt. Lande in der Mitte der Yogamatte. Versetz dort dein Becken eine gute, mindestens halbe Breite nach links. Lass dann die Knie nach rechts gleiten, auch hier gerne was unterlegen, zwischenlegen oder die Knie weiter ranziehen, sodass das im unteren Rücken sich am besten anfühlt. Darum geht es ja auch. Wenn du das gut eingerichtet hast, dann versetz den Kopf ein gutes Stück nach rechts und roll ihn dann im Anschluss auf die linke Seite. Dann kuschel die Schultern, besonders den linken Schulterbereich, nochmal gemütlich in den Boden. Wenn du magst, dann schließ die Augen und genieß den Moment. Den Moment, um von der Spannung loszulassen und Ruhe zu genießen.
Beobachte dabei, wo bestimmte Bereiche deines Körpers sich erstrecken. Beobachte auch den Raum für die Entspannung. Und natürlich auch den Atemraum, der hier entsteht. Auch hier kann die Atmung ganz wohlig, ganz fein hineinfließen. Gönn dir nochmal einen schönen, wohligen Atemzug und wechsel dann wieder zurück in die Mitte, mit dem Becken zurück, den Kopf zurück und kraft dir nochmal die Knie zu Apanasana. Vielleicht hast du jetzt ein gutes Körpergespür, was dir gut tut, an kleinen Bewegungsideen, die ohne großen Aufwand machbar sind. So lass einfach mal den Körper sich bewegen. Und such dir dann einen Weg nach oben zum Sitzen aus. Komm nochmal mit mir gemeinsam in einem bequemen Sitz an. Das kann ein Schneidersitz sein mit gekreuzten Schienenbeinen oder auch so eine Art halber Lotussitz. Also einfach da, wo du auch mal die Hüftbeweglichkeit jetzt auskosten kannst. Wichtig ist aber, dass der Sitz sich gut anfühlt. Und wenn du dich gut eingerichtet hast, dann leg deine linke Hand diesmal in die rechte und die Augen können sich schließen. Lass uns nochmal diese kleine Körperreise machen, wie am Anfang auch. Zwischendrin ist jetzt viel passiert. Der Sitz ist garantiert anders als am Anfang, fühlt sich anders an. Du fühlst dich sicherlich auch anders. Und dann bring den Blick zum Becken und lass mal das Becken so richtig schön gemütlich in die Unterlage sinken. Die Hüftgelenke haben wir bewegt. Das war eine Hilfe, dass sie sich jetzt entspannt weiten können, dass sie weicher werden und auch die Beine sich ganz gemütlich entspannt ablegen können nach unten. Ja, so dass dein gesamter Unterkörper eine schöne, entspannte Erdung nach unten erfährt. Daraus kann der Oberkörper sich ganz gemütlich aufrichten und du in eine innere Größe wachsen. Die Schultern nochmal so ganz weich nach hinten rollen und am hinteren Teil des Brustkorbs ablegen. Entspann die Arme, die Hände, die Finger, die nichts halten müssen. Lass den Schulternackenbereich gelöst werden, denn auch die Schultern brauchen nichts tragen. Streb mit dem Scheitel nach oben. Gönn dir so einen schönen, weichen Gesichtsausdruck. Weich und liebevoll. Entspann die Kiefergelenke, die Lippen, die Zunge, die Augen, die sich ausruhen dürfen. Und dann genieße einfach in diesem wohlig entspannten Körperzustand die Atmung. Ja, wenn dein Körper durchlässig ist, gut aufgerichtet und entspannt, kann die Atmung sich so richtig schon zu Hause fühlen. Kann sie sich ganz frei ausbreiten. Also beobachte, wie du geatmet wirst. Wir haben viel für die Atemräume getan. Wir haben die Seiten gestreckt, sie für die Atmung vorbereitet, wir haben die Vorderseite vorbereitet, wir haben auch mal in den Rücken geatmet. Alles sind Atemräume. Und so kann die Atmung sich ganz wohlig vertiefen und verfeinern. Das ist nochmal ein wunderbarer Moment an diesem Teil des Tages, die Atmung zu zelebrieren. Schön in Ruhe, schön tief durchatmen. Was für ein Genuss. Das Atmen ist das Wichtigste im Leben. Wie schön ist es, zu atmen und zu sein. Wenn du Lust hast, noch eine Weile zu bleiben, dann mach das, auch wenn wir uns erstmal gemeinsam verabschieden, aber du bist hier im Sitz, du kannst da gerne im Anschluss noch bleiben oder sogar dich zu Shavasana noch ein paar Momente gemütlich hinlegen.
wie du magst. Lass uns erstmal diese gemeinsame Yoga-Praxis beenden. Bring dazu die Hände vor dem Herz zueinander, zu diesem weichen, liebevollen Herz. Atme dann tiefer aus. Und wenn du einatmest, dann breite die Arme aus. Mal ein schöner, großer Bogen über die Seite nach oben, über den Kopf. Ausatmen, bringst du die Hände zueinander vor deine Stirn, dann nach unten zum Mund und weiter runter zum Herz. Und nochmal bitte, einatmend die Arme ausbreiten, nach oben und ausatmend Schritt für Schritt zum weichen, liebevollen Herz zurücksenken. Und wenn es passt, wenn du es magst, dann verneig dich auch gerne ganz liebevoll vor dir selbst und für dich selbst mit einem inneren Danke und einem inneren Lächeln für die Zeit, die du dir heute geschenkt hast, die ganz für dich ist. Und dann lass uns gemeinsam wieder aufrichten und die Augen wieder öffnen. Danke dir, dass du mich begleitet hast durch diese Yogastunde. Wünsche dir alles wunderbar Gute für die Zeit, die vor dir liegt, und freue mich natürlich sehr, wenn wir uns dann beim nächsten Video wieder treffen. Bis dahin, bleib wohl auf und zufrieden und gesund. Namaste.